Veränderungsprozesse in Organisationen bringen häufig Neues mit sich. Aber sie können auch verunsichern, wenn sich bisher vertraute Tätigkeiten oder zum Beispiel auch Programme ändern. Oder zum Beispiel auch das Miteinander mit anderen Personen. Dann passiert es leicht, dass Widerstände entstehen. Was aber sagen solche Widerstände aus und wie kann man vor allem auch damit umgehen? Welche Phasen, welche Formen gibt es und wie gelingt es, Veränderungsprozesse so zu gestalten, dass sie auch von möglichst vielen, wenn nicht allen Beteiligten unterstützt werden? Und das ganz besonders auch im Hinblick auf das Ehrenamt. Viele, viele Fragen und ich freue mich sehr darauf. Antworten wird uns heute Susanne Saliger geben. Sie ist von der Akademie für Ehrenamtlichkeit zugeschaltet aus Berlin. Susanne ist Trainerin und Beraterin mit den Schwerpunkten Freiwilligenmanagement und leitet den Bereich Digitalisierung und Organisationsentwicklung. Mein Name ist Sabine Klaas-Peters vom Haus des Stiftens. Ich schalte mich später wieder zur Fragenrunde dazu und gebe erstmal die Bühne frei für dich, Susanne. Herzlich nochmal willkommen und wir sind alle gespannt. Vielen Dank, Sabine. Einen schönen guten Tag auch in die Runde von mir. Ich freue mich heute über Widerstand zu reden, obwohl Widerstand ja eigentlich nicht so ein erfreuliches Thema ist. Aber es geht auch mir so ein bisschen darum, so Sorgen, Ängste um Widerstand ein bisschen zu nehmen, indem wir so einen kleinen analytischen Blick mal auf Umgang mit Widerstand in Organisationen richten. Sabine hat gerade schon erläutert, welche einzelnen Aspekte ich ein bisschen durchleuchten möchte. Es geht auch um Phasen des Widerstands, Formen des Widerstands. Wie zeigt sich Widerstand in Organisationen? Und die große Frage, wie können wir mit dem Widerstand umgehen? Wie können wir quasi die Veränderungsenergie auch gut für gezielte Veränderungen in den Organisationen nutzen? Ich vermute mal, dass viele von Ihnen schon Erfahrungen haben mit Widerstand, entweder mal selbst so ein Widerstandsgefühl erlebt haben, wenn es um Veränderungen ging in der Arbeit, vielleicht auch in der Veränderung einer Organisation, und auch schon erlebt haben, wenn Sie selbst Veränderungen anregen wollen, dass dann nicht alle Personen, die es betrifft, so mitziehen wollten. Das ist per se nichts Schlechtes, sondern zeigt eher, dass da kein Desinteresse ist. Die Frage ist nur, wie können wir das gut nutzen? Und ich muss so ein bisschen schon am Anfang den Zahn ziehen, etliche Fragen, die Sie wahrscheinlich sehr organisationsbezogen, spezifisch haben, werde ich heute hier nicht beantworten können, aber mehr auf so einer Metaebene mal den allgemeinen Blick darauf werfen, wie zeigt sich Widerstand, was können wir auch tun, damit möglichst wenig Widerstand entsteht oder wie können wir auch gut mit ihm umgehen und ihn für die Veränderung in unseren Organisationen gut nutzen. Damit fange ich mal weiter an. Nee, lege weiter los, so rum. Einen Blick darauf zu werfen, Widerstände entstehen ja oftmals, wenn es zu Veränderungen kommt. Veränderungen erleben wir in gemeinnützigen Organisationen. Es erleben auch andere Organisationen, auch die wirtschaftlich orientiert sind oder auch Behörden, also alle Organisationen, egal in welcher Art, erleben Veränderungen, die verursacht werden durch innere und äußere Faktoren. Innere Faktoren kennen Sie, glaube ich, selber am besten, wenn es zum Beispiel zu Personalwechsel kommt, wenn Geld fehlt, wenn Fördermittel nicht zugesagt werden, wenn eine Planungsunsicherheit da ist. Das bringt ja alles Veränderungen mit sich. Aber es gibt auch sehr, sehr viele äußere Faktoren, mit denen wir es, finde ich, zurzeit und auch in den letzten Jahren sehr viel zu tun hatten. Und ich habe mal einige größere Faktoren, die wir auch Veränderungstreiber nennen können, hier aufgeschrieben. Es ist einerseits die Globalisierung, eine höhere Mobilität inzwischen, die von Vorteil ist, aber auch von Nachteil sein kann. Digitalisierung als ein Megatrend, ein großer Veränderungstreiber, Wettbewerbsdruck, Ansprüche von Mitgliedern an die Tätigkeiten eines Vereins beispielsweise, an das, was ein Verein erreichen soll oder wie er auch mit Mitgliedern umgehen soll, sie begleiten soll. Kostendruck, Ergebnisdruck sind Veränderungstreiber. Wir erleben, glaube ich, auch einen gewissen Wertewandel in der Gesellschaft. Wir haben die Pandemie erlebt. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch sagen würde, dass wir noch in der Pandemie sind. Einwanderungswellen. Und Sie sehen drei Punkte. Das ist keine geschlossene Aufzählung. Es gibt noch sehr viel mehr.
Faktoren, die Einfluss haben auf das Handeln, auf das Agieren von Organisationen und worauf wir ein Stück weit reagieren müssen. Also das heißt, Organisationen müssen auf den Wandel reagieren und ihn möglichst auch, das ist meine Empfehlung, aktiv gestalten, um nicht so ein bisschen zu einer Nussschale im stürmischen Ozean zu werden. Und der Ozean treibt dann die Nussschale halt zu Veränderungen, die vielleicht von der Nussschale selber nicht gewollt sind. Also übernehmen Sie da das Steuer und schauen Sie, was und wie Sie verändern können. Wir gehen mal weiter. Ich möchte jetzt gerne einmal einen kurzen Schulterblick sozusagen auf die Definition von Veränderungs-, auf Change Management werfen. Danach einmal kurz auf Organisationsentwicklung, weil das zwei große Begriffe sind, die mit Veränderung, Veränderungsprozessen in Organisationen hier zu tun haben. Und im ersten Punkt Veränderungsprozesse gestalten, englische Bezeichnung, was inzwischen auch im deutschen Raum immer mehr Verbreitung hat, ist der Begriff Change Management. Das ist das Führen einer zielgerichteten Veränderung von Arbeitsweisen und Verhalten einer Organisation von einem bestehenden zu einem neuen Zustand, ausgehend von einer Idee zur Realisierung dieser Idee und unter Beteiligung der Mitarbeitenden über den gesamten Veränderungsprozess. Also wir haben hier drei markante Faktoren drin. Es gibt einen Ist-Zustand, es gibt einen gewünschten Zustand in der Zukunft und Beteiligung der Mitarbeitenden. Das sind wesentliche Punkte für die Gestaltung von Veränderungsprozessen, auf die wir nachher noch ein bisschen eingehen. Jetzt der Blick einmal kurz auf Organisationsentwicklung. Es ist so ein bisschen ein Verständnis von Organisationsentwicklung, was Organisationsentwicklung auch sehr viele Beschreibungen, Definitionen gibt. Wovon ich jetzt an der Stelle gerade ausgehe, ist, dass Organisationen soziale Wesen sind. Organisationen bestehen aus Organisationsangehörigen, das können Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Mitarbeitende sein. Mitarbeiter auf Honorarebene, genauso wie wir auch Zielgruppen als Teil von Organisationen mitsehen können. Also beispielsweise in Jugendeinrichtungen, in Kitas, Pflegeeinrichtungen, in Sportvereinen sind auch die Zielgruppen, also die Tätigkeit, wofür wir etwas machen, für wen wir etwas machen, auch ein Teil von Organisationen und somit soziale Wesen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil es gibt nicht die Organisation als solches, sondern die sozialen Wesen, die Menschen, die Organisationsangehörigen bilden die Organisation, die dann natürlich nochmal durch Strukturen und Prozesse ein klareres Bild als Organisation auch bekommt. Organisationsentwicklung bedeutet, Methoden einzusetzen, anzuwenden zur zielgerichteten Veränderung von Organisationen. Das ist häufig auch in einer langfristigen Perspektive zu sehen, aber es geht um ein planvolles Vorgehen, systematisch strukturiert, eine Organisation zu verändern, weiterzuentwickeln, oftmals auch zu einem besseren Ziel hin, also ich springe jetzt mal nach unten, als effiziente und effektive Organisation arbeiten und agieren zu können. Das Bild dazwischen, ein humanistisches Menschenbild, habe ich jetzt erstmal mit reingenommen. Das humanistische Menschenbild ist in unserem Kulturraum halt sehr prägend. Das wird oftmals natürlich auch ergänzt, aber da möchte ich jetzt gar nicht so philosophisch werden, aber natürlich bei Organisationen, die vielleicht auch ein religiöses Wertebild haben. Da ist das Menschenbild grundlegend auch natürlich humanistisch, aber da spielen noch andere Werte eine Rolle. Und genau diese Werte sind auch wichtig, wenn es um die Weiterentwicklung von Organisationen geht. Ich habe es kurz schon beschrieben, Organisationsentwicklung ist eine langfristige Betrachtung von Organisationen. Wir sprechen da oftmals auch von einem strategischen Vorgehen. Veränderungsprozesse, Change Management können halt schon konkrete Veränderungsprojekte sein. Also Veränderungsprojekte wären Teil von Organisationsentwicklung, aber nicht jedes Veränderungsprojekt muss gleich eine größere Organisationsentwicklung sein. Das man nur so ein bisschen als grobe Unterscheidung dieser beiden Begriffe Organisationsentwicklung und Gestaltung von Veränderungsprozessen. In den Definitionen oder Beschreibungen, die ich vorher gezeigt habe, sind die Menschen, die Organisationsangehörigen mehr in den Fokus geraten. Und um die geht es uns auch, weil wir auch ein bisschen schauen möchten,
Wie entsteht Widerstand? Wodurch entsteht der? Warum entsteht er überhaupt? Und wenn wir auf die Organisationsangehörigen, die Menschen in Organisationen schauen, dann kann man so ein bisschen das Eisbergmodell auch zugrunde legen. Also das, was über der Wasseroberfläche für uns oftmals sichtbar ist, ist das Verhalten von Menschen. Also wir können sehen und erkennen, wie Menschen agieren, wie sie ihre Arbeit umsetzen, wie sie kommunizieren. Aber es gibt vieles, was noch unter der Wasseroberfläche ist. Sie kennen ja wahrscheinlich das Bild, ein Achtel eines Eisbergs ist über der Wasseroberfläche sichtbar, 7/8 sind unterm Wasser verborgen. Man kann dann die Strukturen, die Form von dem Eisberg unter Wasser immer nicht ganz so genau erkennen, aber genau unter Wasser befinden sich dann weitere Werte, Gefühle, Gedanken der Menschen und auch Bedürfnisse. Also das sind alles Sachen, wir wissen, dass sie unter der Wasseroberfläche sind, aber wir können sie nicht genau erkennen. Wir können immer nur vermuten, antizipieren, wie geht es gerade einem Menschen, wenn es um Veränderungen beispielsweise geht, können wir noch nicht genau sehen, erkennen, wie ist die Haltung des Menschen zu einer Veränderung. Was fühlt er oder sie? Was denkt sie dazu? Ist sie wohlgesonnen? Geht sie eher in den Widerstand? Hat sie da eine gewisse Skepsis gegenüber dieser Veränderung? Also Sachen, die wir so ein bisschen ergründen müssen und unter Wasser tauchen müssen, um zu schauen, welche Gefühle, welche Gedanken spielen da eine Rolle? Welche Werte spielen noch eine Rolle? Was wird da gelebt? Das erkennen wir zum Teil auch in Organisationskulturen, dass wir immer so einen Eindruck haben, es gibt da die Möglichkeit, offen zu kommunizieren oder vielleicht wird auch eher manchmal ein bisschen über bestimmte Themen versteckter kommuniziert. Aber wir haben so ein bisschen einen Eindruck davon, wie ist die Organisationskultur. Und die spielt insgesamt auch eine große Rolle, wenn wir uns Widerstände in Veränderungsprozessen anschauen. Und wir können generell sagen, dass da, wo Veränderung stattfindet, auch Widerstand da ist. Das ist eine ganz gesunde Reaktion. Und je nach Individuen, also ich glaube auch je nach Situation, vielleicht auch ein bisschen so nach Tagesstimmung, haben wir Menschen in uns so Grundbedürfnisse, die mal ein Streben nach Stabilität sein können und mal Lust auf Veränderung sein können. Das ist gar nicht festgelegt, dass es nur diese oder jene Menschen gibt, sondern wir haben beides in uns. Und je nachdem, was für eine Art Veränderung angestrebt wird und wo ich gerade vielleicht stehe, geht es mir eher darum, gar nicht so viel Veränderung zu erleben und einfach eine stabile Arbeitssituation zu haben, ein stabiler Bereich, eine stabile Organisation, wo ich mich engagieren möchte. Oder ich habe auch Lust auf Veränderung oder erlebe vielleicht auch einen gewissen Veränderungsdruck. Sei es jetzt durch die Veränderungstreiber, die ich eingangs erläutert habe, oder sei es auch, weil ich in meinem eigenen Handeln agieren, merke, dass ich an Grenzen stoße, immer wieder vielleicht ein bisschen Frust aufkommt. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen würde aus einer Organisation unter dem Bereich Digitalisierung, gibt es, glaube ich, in den letzten Jahren einige Organisationen, die halt schauen, wie sie ihre Mitgliederverwaltung besser, effizienter gestalten können. Und da spielen dann oftmals Datenbanken, Datenverarbeitungsprogramme eine größere Rolle. Und da sind insbesondere diejenigen, die sich eben mit sämtlichen Mitgliederdaten und Datenschutz und Ähnlichem beschäftigen, oftmals frustriert, wenn es bei Excel-Listen bleibt, verschiedene Personen in den Excel-Listen unterwegs sind, Daten sich verschieben. Ich hatte letztens mal in einer Beratung einen Verein, die haben gerade eine neue Datenbank implementiert und hatten unglaublich viel Arbeit damit, dass Mitgliedsnummern mehrfach vergeben worden sind und dadurch konnten sie überhaupt keine konkrete Anzahl ihrer Mitglieder zum Beispiel nennen und mussten alles erstmal nacharbeiten, bevor sie sämtliche Daten migrieren konnten in eine neue Software. Das hat natürlich auch für ein bisschen Frust gesorgt, war aber Anlass, sozusagen die Mitgliederdaten des Vereins auch zu konsolidieren. Ich möchte im nächsten Schritt einen Blick auf die sogenannten Phasen des Widerstands werfen. Also es kommt zu Veränderungen. Ich nehme weiter mal das Beispiel eines Vereins, der seine Mitgliederdatenbank, ich sag mal, erneuern möchte, bisher mit Excel-Listen vielleicht gearbeitet hat und jetzt überlegt, ein Softwareprogramm einzuführen,
um einfacher, übersichtlicher die Daten verarbeiten zu können. Bedeutet aber auch, dass dieses Softwareprogramm überhaupt erstmal implementiert werden muss. Man muss das richtige Programm auch finden. Und die Frage ist auch, wer bearbeitet die Daten, und wer muss auch mit dem Programm, umgehen können, es bedienen können. Und geht es dann nur um Dateneingaben oder muss vielleicht auch noch etwas programmiert werden und künftig auch weiter gepflegt werden in dieser Datenbank von Programmiererseite? Das wäre so ein bisschen als Beispiel die Ausgangssituation. Und wie Menschen dann reagieren, sehen Sie so ein bisschen in diesem Schema. Wir haben einerseits auf der waagerechten Achse, ich musste gerade überlegen, ob waagerecht jetzt die richtige Bezeichnung ist, die wahrgenommene eigene Kompetenz. Also Sie sehen ganz unten, da ist die dann niedrig wahrgenommen, die kann aber auch ganz hoch gehen und dann sehen Sie unten den Zeitverlauf. Also das heißt, zu Beginn, wenn eine Veränderung startet, ist oftmals so ein gewisser Schock innerlich zu erleben. Damit meine ich jetzt nicht die Personen, die die Idee haben, das voranzutreiben, das umzusetzen, sondern die, die dann das erste Mal auch davon hören, weil dann auch so Fragen auftauchen, kann ich das, will ich das, wie verändert sich denn jetzt mein Arbeitsumfeld, mein Arbeitsalltag, wenn ich jetzt nicht mehr in Excel arbeiten kann, sondern halt mich mit einer Software beschäftigen muss. Also da gibt es so den ersten Schock, einen großen Unterschied zwischen den hohen Erwartungen, was so eine Software beispielsweise alles können soll, und den eingetroffenen Realitäten. Also dass man nach und nach merkt, die Software kann das gar nicht sofort und ich selber kann die Software auch gar nicht sofort beispielsweise bedienen. Im nächsten Schritt sehen Sie da oben, dann kommt die Verneinung. Das ist so ein falsches Sicherheitsgefühl, überholte Einschätzung der eigenen Kompetenz, dass man sagt, brauchen wir nicht, muss nicht sein, wir kriegen das auch weiter so hin, ich schaffe das schon. So. Egal, auch wenn eine Excel-Datei fehleranfällig ist, haben wir bisher so gemacht, können wir auch weiter so machen. Das ist so die zweite Phase oftmals. Dann kommt die dritte Phase, die Einsicht in die Notwendigkeit der Veränderung. Wenn zum Beispiel immer mehr Fehlerdaten produziert werden, man immer öfter, häufiger merkt, das ist fehleranfällig in Excel. Wir haben bestimmte Vorgänge, die wir gleichzeitig machen, die dann doppelt gemacht werden, was unnötig ist. Das reicht, wenn bestimmte Vorgänge halt einmal in dem Prozess umgesetzt werden. Also so Notwendigkeiten von Veränderung. Und dass da auch so ein Unsicherheitsgefühl da ist, naja, hatte ich denn so recht damit, dass das eigentlich alles beim Alten bleiben soll? Und dann geht es so langsam schon in den vierten Schritt über, aber Sie sehen gleichzeitig, dass die wahrgenommene Kompetenz dann noch relativ im Mittelfeld ist. Also man traut sich das dann vielleicht noch nicht so richtig zu. Dann geht es aber schon in Richtung Akzeptanz der Realität, altes Loslassen, und schon so langsam mal so in Richtung Neues schnuppern und dann kommt das Ausprobieren in der fünften Phase. So ein bisschen ausprobieren, sich so ein bisschen mit der Software anfreunden, mal so einen Beispieldatensatz anlegen und zu merken, ach, so schwierig ist das gar nicht und die Schritte kann ich mir irgendwie merken. Also dann hat man schon so kleine Erfolge, vielleicht auch mal kleinere Misserfolge. Verspürt dann doch immer mal so Ärger, Frustration, aber man probiert sich ja trotzdem aus und bleibt so ein bisschen dran, und entwickelt vielleicht auch so eine neue Verhaltensweise. Und dann kommt die Erkenntnis, dass gewisse Verhaltensweisen zum Erfolg führen können, und andere zum Misserfolg, führen. Bei meinem Beispiel muss ich dazu sagen, im besten Fall ist die ausgewählte Software auch die richtige, sodass halt auch mehr Erfolge anstatt Misserfolge erlebt werden können. Und dann bestenfalls erfolgt im siebten Schritt die sogenannte Integration, also die Übernahme erfolgreicher Verhaltensweisen ins aktive Verhaltensrepertoire, also sozusagen die Arbeitsprozesse in der Mitgliederdatenverwaltung so zu verändern, dass sie halt durch die Software weiter gestaltet werden können und damit hoffentlich auch eine Erleichterung erlebt wird hin zu einer effizienteren Arbeitsweise. Also das sind so sehr grob die Phasen des Widerstands, die oftmals durchlaufen werden. In der nächsten Folie möchte ich mal so einen Blick auf Akteure werfen. Akteure und sozusagen ihre Haltung zur Veränderung.
Sie sehen in der Mitte von dem Berg so eine gestrichelte Linie und alles, was so auf der linken Seite des Berges ist, ist sozusagen eher so die Veränderungsbereitschaft für und die Missionare. Also das sind so die Change Agents, würde man fast sagen, die Veränderungstreiber. Dann die mit den Herzchen, das sind so die aktiven Gläubigen, also die unterstützen alles und jede Veränderung, die sind immer mit dabei. Und wir haben die Opportunisten, die schauen schon so ein bisschen, aber die passen sich dann auch ein Stück weit an. In der Mitte gibt es so die abwartenden Gleichgültigen. Also wenn wir selber eine Veränderung vorantreiben, wissen wir bei denen manchmal gar nicht genau, woran wir sind. Gehören die eher zu den Befürwortern oder sind die eher so diejenigen, die vielleicht sich auch ein bisschen gegen die Neuerung, gegen die Veränderung stemmen? Also da muss man schauen, die können dann auch in die eine oder in die andere Richtung kippen, je nachdem, wie wir die Veränderung gestalten. Und dann gehen wir weiter auf die rechte Seite von dem kleinen Hügel. Da haben wir so die Untergrundkämpfer. Bestenfalls wissen wir, wer das ist. Manchmal wissen wir es gar nicht. Wir merken aber nur, da gibt es halt so ein Grundrauschen. Bei den Organisationsangehörigen, bei den Teams, bei Ehrenamtlichen. Das sind so, wo wir merken, irgendwie kommt da ein Störfeuer, aber wir wissen nicht genau, was ist da eigentlich der Grund, warum passiert das so. Und mit denen können wir ein bisschen besser umgehen. Das sind die offenen Gegner. Also die auch wirklich sehr offen, sehr klar, sehr deutlich an möglichst jeder Stelle deutlich machen, dass sie gegen die Neuerung, gegen die Veränderungen sind, aus welchen Gründen auch immer. Und im schlimmsten Fall haben wir die sogenannten Immigranten, die sich dann verabschieden. Also die Organisation verlassen, die ihr Engagement beenden oder ihren Arbeitsvertrag beenden, sich was anderes suchen. Das ist auch ein Teil manchmal von Veränderungen. Dann muss nicht die Veränderung selbst der Grund sein, dass die Personen gehen, aber kann halt der letztendliche Auslöser sein, dass sie sagen, jetzt reicht es mir, jetzt verlasse ich die Organisation, das ist mir jetzt hier zu viel. Und je nachdem, ich habe verschiedene Erfahrungen mit Organisationen gemacht und finde, dass dass Menschen emigrieren auch nicht immer was Schlechtes sein muss. Also klar möchten wir Menschen halten in unserer Organisation, gerade Engagierte wollen wir halten, aber es gibt auch manchmal einfach Situationen, da ist halt auch eine klare, gute Trennung angebracht. Wir gehen mal weiter. Wir haben jetzt die Phasen angeschaut. Wir haben Akteure und also Akteure und so ein bisschen ihre Einstellung, Position zu Veränderungen uns angeschaut. Wie äußert sich das jetzt konkret, der Widerstand? Das haben Sie vermutlich selber auch schon manchmal wahrgenommen, erlebt, dass sich der Widerstand durch Desinteresse äußert. Also wirklich gar nicht wissen wollen, welche Veränderung da vielleicht angestrebt wird. Ärger, Wut oder auch Spott kann eine Reaktion sein. Ich finde so eine Nichtreaktion. Also es ist ja auch eine Äußerung von Widerstand, aber so gar nicht zu reagieren auf Veränderungen, weder positiv noch negativ, sondern sehr neutral, finde ich persönlich am herausforderndsten, damit umzugehen. Weil man entweder bekräften noch Argumente entkräften kann für eine Veränderung. Konfliktvermeidung oder Herunterspielen von Konflikten, auch das sind so Formen, wie sich Widerstand äußert. Sowas wie, naja, mein Gott, wir haben ja doppelte Datenbankeinträge, ist ja alles nicht so schlimm beispielsweise. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen, muss man halt mit leben oder so. Also so ein Herunterspielen. Schuldzuschreibung auf andere, kein eigener Anteil. Also es sind doch immer die anderen schuld, wenn etwas nicht funktioniert. Deswegen muss ich ja für mich nichts verändern. Ein weiteres Anzeichen kann auch sein, über Methoden statt über Inhalte zu diskutieren. Und dass auch Unwichtiges ganz ausführlich diskutiert wird. Also beispielsweise wird irgendwo in einem Sportverein ein Aushang gemacht, Trainingszeiten werden verändert, was an sich vielleicht notwendig war, dringend war, aber dann wird halt eher diskutiert, dass dieser Aushang nicht gut formuliert ist, die falsche Farbe hatte auf dem Papier oder ähnliches. Also das sind so Pseudo-Diskussionen, die da stattfinden, ohne dass man an den Kern der Veränderung herankommt.
Und in den Fällen, wo es vielleicht auch eine externe Begleitung eines Veränderungsprozesses gibt, durch einen Berater, eine Beraterin, kann es dann auch passieren, dass die verantwortlich gemacht werden und als Schuldige betrachtet werden, eine Veränderung herbeizuführen. Also, dass man da weniger bei sich in der eigenen Organisation guckt, sondern die andere Person von außen kennt uns ja gar nicht und was die da vorschlägt, das ist ja überhaupt nur Murks beispielsweise. Also das sind so Anzeichen, wie sich Widerstand äußert. Für uns wichtig, das so ein bisschen wahrzunehmen und zu wissen, das einordnen zu können, um damit umgehen zu können. Wie wir damit umgehen, da komme ich noch später drauf. Ich möchte jetzt einmal noch einen Blick auf Ursachen für Widerstand oder Widerstände werfen, weil diese Ursachen uns auch ermöglichen, zu schauen, wie können wir verhindern, oder vielleicht müssen wir gar nicht verhindern, dass Widerstand entsteht, aber was können wir tun, damit wenig Widerstand entsteht oder wir auch gut mit dem Widerstand umgehen können und diese Energie, die ein Widerstand ja auch mit sich bringt, für die Veränderung gut nutzen können. Also die häufigsten Ursachen habe ich hier jetzt einmal aufgezählt, dass beispielsweise die Informationen unklar sind. Was soll eigentlich erreicht werden? Wie soll es erreicht werden? Welchen Nutzen habe ich davon? Das ist schon der nächste Punkt. Dass es da überhaupt keine Klarheit gibt und damit auch kein Einsehen bei den Organisationsangehörigen oder bei einigen, warum diese Veränderung gut sein kann. Eine fehlende Identifikation mit dem angestrebten Sollzustand, also mit dem Veränderungsziel oder dem Neuen, was erreicht werden kann. Die Identifikation spielt halt eine ganz große Rolle, wenn es um die Befürwortung von Veränderung und die Gestaltung von Veränderungsprozessen geht. Also wenn sich Menschen gar nicht damit identifizieren können und eine hohe Abwehr haben, weil sie vielleicht zu wenig Informationen haben, ihnen der Nutzen nicht klar ist, dann können sie sich auch mit dieser neuen Arbeitssituation, Arbeitsweise nicht gut identifizieren und gehen noch stärker in den Widerstand. Sorgen um die eigene Position in Zukunft. Wie verändert das jetzt auch unser Organisationsgefüge? Wie verändert das unser Miteinander? Was bedeutet das für meinen Arbeitsbereich, für meine Arbeitsschwerpunkte? Was muss ich da jetzt anders machen? Das sind auch so typische Reaktionen auf Veränderung. Und auch gerade dann, wenn man sich eigentlich ganz wohl fühlt mit seiner Arbeit, auch mit dem Gehalt, mit der Arbeitssituation, dann sind vielleicht bestimmte notwendige Veränderungen eher schwieriger zu akzeptieren. Und da ist es dann aus meiner Erfahrung besonders wichtig, sehr stark ins Gespräch zu gehen, dass halt bestimmte Sorgen um die eigene Zukunft und Position nachvollzogen werden können. Aber dass die Veränderungen halt trotzdem wichtig sind und man vielleicht auch ein bisschen in einem Aushandlungsprozess anderes anbieten kann, was attraktiv ist für diese Person. Gefühl der Entwertung. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen in den letzten Jahren auch so ein Stück weit sehr stark passiert im Bereich der Digitalisierung, so im Sinne von irgendwann ersetzt mich eine künstliche Intelligenz oder ein Roboter, also dass man sich auch ein Stück weit entwertet fühlt oder merkt, da kommt jetzt vielleicht eine Software, die macht bestimmte Sachen, Datenverarbeitung halt schneller, als ich das bisher gemacht habe. Das schwingt so ein bisschen der Entwertung mit, muss es nicht sein, aber sie schwingt mit und wichtig ist, damit umzugehen und dieses Gefühl so ein bisschen zu entkräften. Angst vor Überlastung durch die Veränderung, das bezieht sich ganz, ganz häufig auf die Gestaltung der Veränderung selbst, gar nicht auf den Ist-Zustand, also wenn die Veränderung vollbracht ist und man in einer neuen, veränderten Situation arbeitet, sondern diesen Veränderungsprozess selbst zu gehen, dass das ein zusätzlicher Zeit- und Kraftaufwand ist. Und da eine Angst, eine Sorge vor Überlastung da ist, bietet uns schon mal so ein bisschen im Umkehrschluss die Möglichkeit zu gucken, den Veränderungsprozess selbst, wenn er halt über einen bestimmten zeitlichen, eine bestimmte zeitliche Dauer gestaltet ist, den Personen, die beteiligt sind an der Veränderung, also die beispielsweise die Software auch mit implementieren sollen, die Daten migrieren sollen in die neue Software zu sagen, ihr bekommt zusätzlich Zeit dafür. Bestimmte andere Tätigkeiten werden reduziert in der Zeit, sodass ihr keine Überstunden sammeln müsst. Als ein Beispiel jetzt mal. Dann Angst vor Kontroll- und Freiheitsverlust durch die Veränderung.
Das ist so, ich habe es mir jetzt gut eingerichtet in meiner Arbeits-, in meiner Engagementsituation. Wenn sich jetzt hier was verändert, kann ich denn, wie viel kann ich denn auch selbst entscheiden? Was wird vielleicht auch von anderen entschieden? Wie stark muss ich da zurücktreten und fühle mich vielleicht auch in einem Korsett ein bisschen gefangen? Auch das kann eine Rolle spielen. Wichtig ist es hier, das rauszubekommen. Dass es so ist, dass da vielleicht so eine gewisse Sorge, eine gewisse Angst da ist, um damit umgehen zu können, diese Sorgen auch ein Stück weit zu nehmen. Und persönliche Animositäten, ich glaube, das ist zutiefst menschlich und die sind nie außen vor, egal ob es um Veränderungen geht oder nicht. Aber auch hier kann das eine Ursache sein für einen Widerstand, dass jemand eine Veränderung nicht haben möchte, weil eben eine andere Person, die nicht gemocht wird, die jetzt eingeführt hat. Auch da gibt es Wege und Möglichkeiten zu schauen, dass das halt von jemand anderem beispielsweise kommuniziert wird, oder dass man halt mal versucht, in Klärungsgespräche zu gehen, so dass möglich ist. Aber das ist so ein grober Überblick über Ursachen für Widerstände. Ich möchte jetzt auf der nächsten Folie mal so einen Blick darauf werfen, welche Fragen sich die Beteiligten denn so stellen, wenn es um Veränderungen geht. Und Sie sehen hier in der grünen Schrift so ein bisschen die Leitfragen. Kann ich das? Warum? Und wozu ist denn das Ganze überhaupt? Und will ich das? Diese Fragen sollen so ein Stück weit helfen, mit dem Widerstand der Beteiligten umgehen zu können, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Oder auch den Beteiligten, wo sie merken, die sind sehr zurückhaltend, gehen so ein bisschen in den Widerstand, auch zu unterstützen, sich diese Fragen zu beantworten. Was traue ich mir zu? Kommt zu, kann ich das dazu? Bin ich dem gewachsen? Welche Erfolgsaussichten habe ich? Warum und wozu das Ganze? Welchen Zweck hat diese Übung? Was wird dabei verschwiegen? Also man geht schon so ein bisschen davon aus, dass man nicht alle Informationen bekommt. Und wer profitiert eigentlich? Und im dritten Teil will ich das Ganze, was bringt es mir persönlich? Mit welchen Leuten habe ich es dann zu tun? Verändert sich da was in meinem Umfeld? Komme ich in ein anderes Team? Habe ich mit anderen Ehrenamtlichen auf einmal zu tun? Und was verliere ich denn vielleicht auch? So. Hier hilft es auch, mal so ein bisschen in die Gegenposition zu gehen, auch im Sinne von, was gewinne ich denn eigentlich durch die Veränderung? Welche neuen Leute könnte ich kennenlernen? Mit wem wollte ich vielleicht auch schon immer mal zusammenarbeiten? Also ein bisschen in die Umkehrung zu gehen. Generell sollen diese Fragen so ein bisschen helfen, den Widerstand zu durchdringen, besser zu verstehen, warum Menschen keine Veränderungsbereitschaft oder Offenheit haben und auch das Gespräch mit ihnen so ein Stück weit zu suchen. Ich habe so ein bisschen Ursachen, Formen von Widerstand aufgezeigt und jetzt möchte ich mal ein bisschen auf Funktionen von Widerstand eingehen, weil ich hatte ja gesagt, Widerstand ist per se nichts Schlechtes, sondern da wird ja auch Energie freigesetzt und die brauchen wir auch, um Veränderungen voranzubringen. Und ich habe mal so vier wesentliche Punkte aufgelistet. Widerstand schützt Teams und Organisationen vor Überforderung und unsinnigen und schädlichen Veränderungen. Das ist ein bisschen vor dem Hintergrund, nicht jede Veränderung muss per se gut sein. Und im Grunde gibt es nochmal so ein bisschen so eine kleine Kontrollinstanz durch den Widerstand, der bemerkt, also hoffentlich dann auch bemerkbar ist, um zu schauen, passt das wirklich zu uns? Schaffen wir das? Haben wir die Ressourcen als Organisation, diese Veränderung voranzutreiben oder überfordern wir uns auch ein Stück weit? Im zweiten Punkt, Widerstand schützt vor vorschneller Vereinnahmung und dient der Überlebensfähigkeit des Organismus, also des Organismus Organisation. Und er ist Basis für Weiterentwicklung und Erneuerung der Organisation. Also das heißt, Veränderungen auch nicht zu schnell anzugehen und einfach nur zu machen, sondern auch so ein bisschen mitzuhören, damit bestimmte Veränderungen auch langsam gedeihen und wachsen können und die Organisation so auch ein Stück weit mitkommen kann. Also man spricht ja manchmal auch in so einem Kontext von Wachstumsschmerz. Es muss dann nicht immer Wachstum im Sinne von die Organisation wird größer, aber Weiterentwicklung einer Organisation, Wachstum einer Organisation nicht nur im Sinne von größer werden, sondern im Sinne von, wir gehen jetzt sozusagen in die nächste Lebensreife. Bringt ja manchmal Wachstumsschmerzen mit sich und diese nach und nach auch zu integrieren und mit diesen
Veränderungen mit dem Wachstum auch besser umgehen zu können als Organisation. Also da nicht eine zu hohe Veränderungsgeschwindigkeit auch zu haben. Widerstand ist Energie, hatte ich heute schon ein paar Mal gesagt. Ein Veränderungsprozess ohne Widerstand ist nicht wünschenswert, denn der Widerstand zeigt zumindest Interesse und Betroffenheit der Beteiligten. Das heißt auch, das ist den Beteiligten, ehrenamtlichen wie auch hauptamtlichen Mitarbeitenden nicht egal, was da passiert und was sich verändert. Also auch da ist schon so ein bisschen etwas dabei von, ich bin ein Teil davon, ich gestalte auch die Organisation mit, wenn da was verändert wird, dann möchte ich da auch ein bisschen mitmachen. Und wenn ich die Veränderung gut finde, dann engagiere ich mich da auch stärker und treibe die Veränderung voran. Wenn ich die nicht so gut finde, halte ich dagegen. Aber das heißt auch, mir ist die Organisation wichtig und nicht egal. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich finde es am schwierigsten, mit den Menschen da umzugehen, die weder noch so richtig zeigen, also denen alles so ein bisschen egal ist. Weil da hätte ich auch den Eindruck, denen ist dann auch die Organisation und was wir als Verein vielleicht machen und anbieten, auch ein Stück weit egal. Und Widerstand kann als Informationsquelle genutzt werden. Er gibt Auskunft über die wahren Bedürfnisse der Beteiligten. Also bedeutet so ein bisschen zu schauen, was genau steckt hinter dem Widerstand, um es besser verstehen zu können. Warum gibt es eine Ablehnung dagegen? Warum ist da jemand frustriert? Und wir haben ja vorhin schon so ein bisschen auf das Eisbergmodell geschaut. Und da geht es auch so ein bisschen darum, genau auf die Gefühle, Gedanken, Wahrnehmung der Beteiligten zu schauen, um besser verstehen zu können, was deren Bedürfnisse sind und was getan werden kann, damit es eine Zustimmung zur Veränderung gibt. Wahrscheinlich im stärksten Fall müsste man auch die Veränderung selbst nochmal anschauen, ob die dann wirklich passend ist, wenn der Widerstand zu groß ist bei den Beteiligten. Ich möchte dazu ein Instrument kurz vorstellen, das dann auch helfen kann, um zu schauen, was sind denn genau die Bedürfnisse der Beteiligten. Das ist die sogenannte Akteurs- oder Stakeholder-Analyse, vielleicht einen von Ihnen schon ein Begriff. Und eine Anregung, wenn Sie Veränderungen anstreben in Ihrem Verein, in Ihrer Organisation, diese Analyse vielleicht im Vorfeld einmal durchzuspielen. Da geht es darum, dass Sie im ersten Schritt im Brainstorming schauen, wer sind denn, welche Menschen gibt es in unserem Verein, in unserer Organisation, welche Organisationsangehörigen, die auch eine Rolle spielen für uns in der Organisation, seien es das Hauptamtliche, Ehrenamtliche, ein Vorstand, ein Beirat. Also welche Akteure identifizieren wir? Stakeholder ist ein ähnlicher Begriff, bedeutet aber noch mal ein bisschen mehr, welche Entscheidungsträger haben Einfluss auf das Geschehen in unserem Verein. Und wenn Sie die gesammelt haben, dann können Sie auch wieder so ein kleines Koordinatensystem anlegen. Ich glaube, das ist die X-Achse, auf der würde es heißen, welche Macht oder welchen Einfluss hat jemand auf das Veränderungsziel oder auch innerhalb einer Organisation. Und die waagerechte Achse ist das Interesse oder auch die Haltung zu der Veränderung. Und dann können Sie halt so ein bisschen in diesem Koordinatensystem die Akteure zuordnen, wenn Sie zum Beispiel eine geringe Macht haben oder einen geringen Einfluss auf die Veränderung, aber ein hohes Interesse, dann können Sie entsprechend die Personen in dem Koordinatensystem dahinsetzen. Und automatisch ergibt sich, dass wir die Personen, die einen hohen Einfluss haben, also eine gewisse Macht haben in unserer Organisation, aber wenig Interesse an der Veränderung, an dem Veränderungsziel, dass wir mit denen am stärksten ins Gespräch gehen müssen. Da empfehle ich noch einen dritten Schritt, bevor Sie ins Gespräch gehen, nämlich nochmal ganz konkret zu schauen, welche Bedürfnisse und Motive liegen dahinter. Wie sozusagen die Haltung, das Interesse dieser Person zum Veränderungsvorhaben ist. Wenn Sie das versuchen, einmal so zu antizipieren, zu überlegen, was dahinter stehen könnte, können Sie besser mit den Personen ins Gespräch gehen und sie bestenfalls auch überzeugen von der Veränderung oder auch fragen, welche anderen Veränderungen diese Personen gerne hätten oder eben welche Veränderungen vielleicht auch nicht und warum das so ist. Aber so, sozusagen der Blick dahinter auf die Bedürfnisse und auf die Motive der Beteiligten spielt dabei eine wesentliche Rolle, um den Widerstand, mit dem Widerstand umgehen zu können.
Also das so als ein kleines Instrument zwischendurch. Wenn wir mit Engagierten zusammenarbeiten, aber auch mit Hauptamtlichen, lohnt es sich immer auch so ein bisschen auf die Motivation zu schauen. Motivation ist die Summe von Beweggründen, die das Handeln eines Menschen bestimmen. Und die Motivation ist eine Grundvoraussetzung für Lernbereitschaft und Leistungserbringung. Wir wissen aus dem Freiwilligen-Survey, dass die meisten Menschen als Motiv für Engagement sagen, dass sie Spaß und Freude an der Tätigkeit haben. Und da gibt es halt noch viel mehr Motive, die genannt werden. Und wichtig ist es, wenn wir mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, ich finde ehrlich gesagt auch mit Hauptamtlichen, aber mit Ehrenamtlichen noch mal stärker, weil es halt das Motiv des Geldes da ja nicht so gibt, wie im hauptamtlichen Bereich, zu schauen, dass die Motive, warum Menschen sich engagieren, warum Menschen in einer Organisation mitarbeiten, zu adressieren. Also diese Motivation auch zu nutzen, abzuholen und zu befriedigen. Und wenn wir über Widerstand sprechen, spielt die Motivation, sich zu engagieren oder eine Motivation in den Widerstand zu gehen, eine große Rolle. Deswegen gucken wir noch mal ganz kurz darauf. Menschen haben das Bedürfnis, entsprechend ihrer Motive tätig zu werden, am besten mit anderen Menschen auch zusammenzuarbeiten, also die meisten zumindest, und sich selbst zu verwirklichen, ihre eigenen Fähigkeiten mit einzubringen. Also deswegen sehen Sie im dritten Punkt, das, was Menschen leisten wollen, setzt sich oftmals aus dem Wollen, Können und Dürfen zusammen. Also was will ich, was kann ich und was darf ich hier in dieser Organisation auch machen, wenn ich mich engagiere? Weil das ist etwas, wo ich dann für mich sagen kann, da erbringe ich eine Leistung, die mir Freude bereitet. Und das sind wichtige Voraussetzungen für den Erfolg eines Unternehmens. Und auch wenn wir über Veränderungsprozesse sprechen und den Widerstand, genau auf diese Motive nochmal ein Stück weit zu schauen und das Wollen, Können und Dürfen der Menschen mit einzubeziehen. Die besondere Situation im Ehrenamt hatte ich gerade schon kurz erwähnt. Das ist dann auch meine vorletzte Folie für heute, wenn wir auf Widerstände blicken. Die Identifikation und Verbundenheit mit der Organisation und der Arbeit bei Freiwilligentätigkeiten sind oftmals stärker ausgeprägt als Erwerbstätigkeiten und vor allem bei den Aspekten wie Bedeutsamkeit und Ausdruck der Persönlichkeit, Autonomie und Freiheit. Also ich will nicht so viele Vorgaben haben, aber ich möchte eine gute Unterstützung in meinem Ehrenamt haben. Uneingeschränkt hinter dem stehen, was man tut, ein gewisses Flow erleben, also es flutscht, ne? Wir sehen Erfolge dabei, es ist auch relativ leicht, alles zu organisieren, das ist das, ich glaube, was alle Menschen gerne in ihrer Arbeit haben und dass ich meine eigenen Ideen verwirklichen kann. Das ist generell gut, wenn wir Ehrenamtliche begleiten, um darauf zu achten, dass diese Punkte adressiert werden, dass das ermöglicht wird in ihrer freiwilligen Tätigkeit, in der Begleitung ihrer freiwilligen Arbeit, und auch bei Veränderungsprozessen, um den Widerstand ein Stück weit zu minimieren und die Ehrenamtlichen in diesen Veränderungsprozessen mitzunehmen, zu schauen. Ich habe vielleicht einen ehrenamtlichen Vorstand und es ist besonders wichtig, Ideen auch gut mitzunehmen, nicht nur, weil er entscheiden muss, sondern auch klare Informationen zu geben, warum etwas verändert werden soll, welchen Nutzen es hat, und bestenfalls auch eine gute Grundlage, diesem ehrenamtlichen Vorstand zu geben, eine Entscheidung für eine Veränderung treffen zu können. Und so könnte man alle Punkte noch mal so ein Stück weit durchgehen und schauen, wie kann das adressiert werden, um dann möglichst wenig Widerstand für die Veränderung zu haben und eher Organisationsangehörige, die die Veränderung mit vorantreiben. Und das führt mich nochmal, ja, die überspringe ich jetzt mal aus zeitlichen Gründen, die Folie, damit wir vielleicht noch ein bisschen Zeit für Fragen haben und gehe auf die letzte Folie, so sogenannte Prüfsteine für die Veränderungsprozesse, mit dem Blick darauf, möglichst wenig Widerstand auch zu erleben oder gut mit Widerstand umgehen zu können, dass Veränderungsprozesse ein konkretes Ziel haben, also ein Veränderungsziel, Veränderungsziele definiert sind. Die Organisationsangehörigen von Beginn an mitgenommen werden, transparent kommuniziert wurde. Ich kann an der Stelle auch gucken, inwiefern ich mehrere Elemente der Partizipation auch mit einbeziehe, also dass sie nicht nur informiert werden, sondern auch mitentscheiden können, auch mitgestalten können. Maßnahmen zu den Veränderungsprozessen zeitlich zu begrenzen, auch das transparent zu machen, wie lange wir ungefähr rechnen, dass diese Veränderung
inklusive der Verstetigung dann braucht, einen offenen Dialog führen, also auch offen sein für kritische Rückmeldungen und Anerkennung, Wertschätzung vorzuleben, also nicht einfach Widerstand von einzelnen Widerständlern einfach nur abzubügeln, sondern ins Gespräch zu gehen und dass sie sich beteiligen an der Auseinandersetzung, auch wenn es erstmal kritisch gegenüber dem Veränderungsvorhaben ist, trotzdem das wertzuschätzen, anzuerkennen, dass sie auf die Veränderung reagieren. Soweit ein Überflug, schneller Einstieg in den Umgang mit Widerstand in Veränderungsprozessen. Ich übergebe es nochmal kurz an dich, Sabine. Ich nehme jetzt nämlich noch ein bisschen Wasser nach, weil meine Stimme gerade ein bisschen versagt. Und freue mich über Fragen, die wir vielleicht noch in der verbleibenden Zeit beantworten können. Sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank für diesen Überblick zu den Widerständen. Sehr, sehr spannend. Ja, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese gerne im Chat. Und wir haben Zeit, auch auf diese einzugehen. Und ich möchte auch gleich mit der ersten beginnen. Und zwar geht es darum, was kann man denn tun, wenn es eine Organisation gibt, es ist ein, wie der Teilnehmer schreibt, dringend benötigter Wandel da, der vorangetrieben werden muss. Ändert sich denn die Herangehensweise, wenn der Widerstand vom Direktor oder vom Gründer der Organisation selbst ausgeht? Also nach der Akteursanalyse wahrscheinlich ganz links oben. Ja, genau, das wäre genau das Beispiel, was ich da bei der Akteursanalyse gebracht habe. Also es ist schwierig, das jetzt so pauschal zu sagen, ohne Ihre Organisation zu kennen. Ich würde aber spontan, finde ich es wichtig, in dem Fall nochmal zu schauen, warum ist da der Widerstand beim Gründer, beim Direktor der Organisation? Also was sind seine Beweggründe, seine Motive, diese Veränderung nicht zu wollen und beim Alten zu bleiben? Und das kann ich oftmals durch Gespräche auch herausfinden und nachzufragen und auch viele Fragen zu stellen in Richtung, was gefällt Ihnen, was sollten wir beibehalten, was möchten Sie aber auch verändern und welche anderen Ideen haben Sie im Gegensatz vielleicht zu unserer Herangehensweise. Also da geht es ganz, ganz viel ums Gespräch und ich glaube, wenn das alles nicht so richtig etwas bewirkt, muss man so ein bisschen mobilisieren, also das Arbeitsteam, die Belegschaft, die Ehrenamtlichen, also wer sozusagen ihre weiteren relevanten Organisationsangehörigen sind, zu mobilisieren, um gemeinsam deutlich zu machen, welchen Nutzen eine Veränderung und die Gestaltung eines Wandels hätte. Man könnte in einem weiteren Schritt auch nochmal schauen, wer ist sozusagen um die Organisation herum auch gruppiert und wer hat einen gewissen Einfluss auf den Direktor und auf den Gründer der Organisation. Also welche weiteren Akteure gibt es halt vielleicht in dem Umfeld, wenn es jetzt andere Fördermittelgeber beispielsweise oder auch andere Personen, wie sieht es mit der Konkurrenz aus oder ähnliches. Also das jetzt so sehr ins Blaue reingesprochen, weil ich wie gesagt die individuelle Situation nicht kenne. Sonst gerne auch nochmal hier weitere Infos im Chat. Du hattest ja eine Folie mit den ganzen Ursachen für Widerstand. Hier auch die Frage, das passiert ja auch immer wieder, wenn Kollegen aufeinandertreffen, jung und alt. Also die Älteren, die das vielleicht manches schon ganz oft gemacht haben, die Jüngeren, die tolle Veränderungen mit ganz viel Elan einführen, aber dann eben auch auf diesen ja, Art Widerstand, der ich sage mal in Anführungszeichen Älteren treffen, die nicht unbedingt wollen, dass das Rad vielleicht nochmal erfunden wird, die vielleicht aber auch wissen, was dagegen spricht und wo eben dann auch so verschiedene Positionen aufeinandertreffen. Was tun dann auch, um nicht unbedingt als Bremse dazustehen? Ist vielleicht auch der Schutz dann vor Veränderungen oder wie kann ich das auflösen? Also ich glaube auch da viel durch Kommunikation und auch gezielt gemeinsam an bestimmten Umsetzungen zu arbeiten, an bestimmten, weiß nicht, an kleinen Projekten gemeinsam zu arbeiten. Also alt und jung, sage ich mal ganz pauschal, damit ein gegenseitiges Kennenlernen, Verstehen auch ermöglicht wird.
Also einerseits so anerkennen, wertschätzen der langen Berufs- und Lebenserfahrung und in die andere Richtung aber auch anerkennen und wertschätzen sozusagen von neuen Methoden und Ansätzen und Herangehensweisen. Und das kann ganz gut funktionieren, wenn halt viel Zusammenarbeit, viel Kommunikation zwischen diesen, ich nenne es mal Gruppen, stattfinden kann. Und ich würde nie das Jetzt haben eine wir gegen vor. das andere ausspielen, sondern beides versuchen zu nutzen. Kommunikation, ne? Ja. Ja, auch der. Eine Frage, eine Teilnehmerin, die hat ein Amt spontan genommen, übernommen, ein Kassenamt. Es hat leider keine Übergabe stattgefunden. Sie bekommt jetzt ganz, ganz viele Anforderungen, hat aber null Unterstützung, was natürlich frustrierend ist und zum Widerstand natürlich irgendwie auch führt. Gespräche haben bisher mit dem Vorstand nicht gefruchtet. Und so die konkrete Frage, wie komme ich da wieder raus? Ich lese auch gerade nochmal den Punkt, den Sie geschrieben haben. Bin ich ganz schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Und das wäre jetzt auch sehr ins Blaue rein, ohne die Situation in Ihrem Verein zu kennen. Also ehrlich gesagt wage ich das gerade nicht so richtig, das so. Ich darf so, dass du liest hier ein erste Empfehlung von einer anderen Teilnehmerin, Rücktritt. Ja, also ich glaube Exit, ne, also so immer, das wird immer so unter Exit-Strategie oder ne, also einfach wirklich damit aufhören, trauen wir uns vielleicht nicht so richtig, haben wir auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Ich finde, dass man es trotzdem immer mitdenken muss und dann kommt es ja auch auf die Art und Weise wieder an, wie ich das dann auch mache. Aber auf jeden Fall nicht über die eigene Gesundheit, nicht über die eigenen Grenzen gehen und dann lieber klar und deutlich sagen, so geht es nicht mehr weiter, ich muss zurücktreten und alles halt auch sauer übergeben. Klar, das muss man immer als Option mit reinnehmen. Aber ansonsten tut es mir gerade so ein bisschen leid. Ich habe aber keine spontane Antwort auf Ihre Frage. Dann machen wir einfach weiter und gerne danke auch natürlich, wenn Sie sich beteiligen und hier mit Ihre Antworten schicken. Was tun, wenn die Veränderung sehr groß, sehr schnell und nicht optional ist? Irgendjemand. Entschleunigen ist mein spontanes. Meine spontane Antwort ist, versuchen zu entschleunigen und eher so kleine Veränderungspäckchen zu gestalten. Also wenn Sie merken, es ist eine sehr große, umfangreiche Veränderung, zu schauen, wie können Sie das in kleineren Häppchen und Päckchen gestalten, priorisieren, was sollte zuerst umgesetzt werden und das dann nach und nach anzugehen. Also gerade wenn es um Verdoppelung der Mitarbeitenden geht, Widerstand bei den Mitarbeitern, die schon länger dabei sind, losgeht, die versuchen auch gut mitzunehmen in die Veränderung. Also auch zu fragen, wie können wir gut die neuen Kolleginnen integrieren beispielsweise. Ja, also das so ganz spontan entschleunigen, kleine Päckchen, die Älteren mitnehmen und fragen, was können wir tun, um die Neuen zu integrieren. Und ich glaube auch insgesamt mehr zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen für so eine Umbruchphase. Ressourcen ist auch das Stichwort für die nächste Frage. Und zwar hier konkret, kennst du Ressourcen oder vielleicht auch Pro-Bono-Beratungen für ehrenamtliche Vereine, die genau in dieser Situation stecken und Schwierigkeiten in Veränderungsprozessen haben? Also Ressourcen gibt es, glaube ich, mittlerweile einiges an Theorie, an Literatur. Ich kann jetzt einmal auf ein Projekt verweisen, was ich durchgeführt habe. Das sind die Verantwortlichen Hashtag Digital. Sabine, vielleicht kannst du gleich nochmal den Link rein posten. Gerne. Da haben wir einen Leitfaden zur Gestaltung von Veränderungsprozessen veröffentlicht, auf Grundlage von Erfahrung von Organisationen, die Veränderungsprozesse gestaltet haben. Da gibt es auch einen kleinen Exkurs zum Umgang mit Widerstand darin. Es gibt auch bei anderen Organisationen, also beim Scala Campus zum Beispiel, Angebote dafür. Und das Haus des Stiftens hat selber ein größeres Angebot. Sabine, korrigiere mich, wenn ich es falsch habe, aber Consulting for Good ist, glaube ich, die Plattform, wo verschiedene
Beratungsunternehmen pro Bono-Beratung anbieten zu sehr verschiedenen Themen von Non-Profit-Organisationen. Und ich meine, dass da auch die Gestaltung, Begleitung bei Schwierigkeiten und Veränderungsprozessen mit dabei ist. Ja, ist genauso. Mehr Infos finden Sie auch auf der Webseite vom Haus des Stiftens. Und damit, glaube ich, haben wir alle Fragen aufgegriffen. Schön. Mit, ich schaue gerade nochmal. Ja, dann sagen wir, ich gebe es einfach nochmal auch so weiter. Danke für den sehr, sehr spannenden und super gehaltenen Vortrag. Das war's für heute und das war Susanne Saliger zum Thema Veränderungsprozesse, heute mit dem Schwerpunkt Umgang mit Widerstand. Wir schicken Ihnen im Nachgang eine E-Mail und dort ist dann ein Download-Link. Dort finden Sie die Unterlagen. Und wenn Sie auf diese Seite nochmal schauen, dann ist auch ein anderer Vortrag noch den Unterlagen verfügbar, den Susanne auch gehalten hat, und zwar letzte, vorletzte Woche. Und zwar die 5 Schritte in der Digitalisierung. Können Sie sich gerne auch mit anschauen oder herunterladen. Vielen Dank an dich, Susanne. Vielen Dank an Sie, dass Sie heute Mittag mit dabei waren. Hoffentlich bald wieder. Für heute einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.